So, jetzt gucken wir mal, wie das hier ist. Wir haben jetzt eine Route hier auf dem Smartphone geplant. Die schicken wir jetzt rüber mit los. Und dann seht ihr, dann ist die Route hier schon drin. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze jetzt während der Fahrt entwickelt. Vor allen Dingen, ihr könnt mich verstehen. Ich kann jetzt nicht genau sehen, ob der Tacho mit drin ist. Ihr könnt hier sehen, die Route geht immer mit. Hier oben kommt der Abbiegehinweis rein. Ja. Und wenn ich falsch abbiege, dann wird neu berechnet. Ihr seht, hier vorne muss ich jetzt abbiegen. Und das passt auch genau. Und ihr seht, wenn ich jetzt abbiege, dann dreht sich auch die Karte wieder. Dass ich dann wieder immer in meine Sichtrichtung quasi bin. Wenn ich jetzt hier in ein anderes Bild schalte, dann seht ihr, habe ich hier oben den Abbiegehinweis. Also ihr braucht nicht die ganze Zeit im Navigationsmodus zu sein. Das funktioniert eigentlich ziemlich schnell. Funktioniert aber nur auf Routen, die ihr auf dem in der Flow-App erstellt habt. Wenn ihr eine Route über Komoot erstellt, dann funktioniert es nicht. Dann wird nicht neu berechnet. Dafür müsst ihr dann die Flow-App öffnen und dann alles neu berechnen lassen. Also das funktioniert wirklich nur in Routen. Wenn ihr vom Weg abgekommen seid, funktioniert nur mit Routen, die ihr in der Flow-App erstellt habt. Ich kann auch jetzt, ich versuche mal, ob es klappt. Ihr kriegt auch einen Hinweis, wenn ihr schalten sollt. Ich schalte jetzt mal in einen ganz schweren Gang. Mal gucken, ob er dann, da seht ihr, dann kommt hier runterschalten. Das ist zu schwer, das ist dann nicht ergonomisch. Da kriege ich dann den Hinweis. Jetzt habe ich einmal runtergeschaltet und jetzt ist der Hinweis weg. Auch ganz praktisch, gerade am Berg, wenn man im schweren Gang ist. Ich meine, normalerweise weiß man ja, wie man schaltet. Aber das zeigt es jetzt auch neu an. Und ich habe noch einen neuen Bildschirm drin. Und zwar, ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu stark. Und zwar zeigt er jetzt auch an, hier die Höhenmeter. Also er zeigt mir jetzt an, 58 Höhenmeter, Anstieg so. Und ich kann hier auf der zweiten Seite gucken. Da ist auch eine Höhenmeterangabe drin. Was allerdings auch ist, wenn ihr navigiert, braucht ihr natürlich mehr Akku. Das zieht schon. Ihr seht, jetzt habe ich wieder die Information bekommen, runterschalten. Jetzt gleich mal wieder hochschalten. Und soweit läuft das Ganze hier wirklich sehr flüssig, muss ich sagen. Jetzt zeige ich euch nochmal hier die Restangaben. Die habt ihr dann da, da steht die Uhrzeit, wenn man da ist. Ihr habt die Restzeit, die ich noch fahre, jetzt für die Zeit noch hochgerechnet. Wenn ihr den Fahrmodus ändert, ändert sich auch die Farbe vom Pfeil. Also ihr seht, jetzt bin ich im EMTB-Modus, jetzt bin ich im Turbo-Modus, dann passt sich das auch immer alles farblich an. Was ich auch eine ganz nette Sache finde. Ich fahre meistens im Automodus. Da bin ich halt, da komme ich gut mit klar. So, jetzt seht ihr, habt ihr den Abbiegehinweis hier. Und biege aber jetzt schon mal hier ab. Und dann seht ihr eigentlich gleich, dann läuft. Er zeigt auch eigentlich an, wenn ich ein schlechtes GPS habe. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Strecke verlassen. Und das sagt er mir hier oben auch. Abseits der Route. Ihr seht hier, er würde mich eigentlich an der Straße entlang schicken, aber ich fahre lieber hier entlang. Da ist halt einfach,
deutlich weniger Verkehr. Und zack, hat er das schon wieder neu berechnet, was ich sehr cool finde. Er zeigt an, wenn das GPS schlecht ist. Ihr müsst natürlich permanent eine Verbindung zu eurem Smartphone haben, über Bluetooth. Und das ist es auch, was den Akku natürlich ein bisschen mehr in die Knie zwingt. Ich habe einen 750er Akku, mir ist das ziemlich egal, sage ich mal. Aber da müsst ihr halt abwägen, wie ihr das macht. Bisschen schade finde ich, dass es keine akustischen Signale gibt. Also man hat nur das optische Signal. Ich fände es noch gut, wenn er fiepen würde vor einer Abbiegung, weil man guckt ja nicht immer drauf. Man weiß auch nicht immer unbedingt, wann kommt das jetzt. Das fände ich persönlich noch das Problem.